إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بإذن الله تعالى. Im heutigen Unterricht werden wir ein neues Kapitel aufschlagen, und zwar, wie der Verfasser Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagte: Bab man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Sheikhul Islam rahimahullah benannte dieser Kapitel folgendes, und zwar: Wer es sucht Segen durch einen Baum oder einen Stein und ähnlichem. Dann, Sheikh al-Islam rahimahullah, erwähnte bezüglich diesem Kapitel zwei Argumente. Und zwar, zuerst die Aussage Allahs, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ أُخْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Was haltet ihr nun von Al-Lat und Al-Uzza und der Manat, der dritte von ihnen? Und der nächste Beweis ist ein Hadith, der überliefert wird von Abi Waqid al-Laythi radiallahu an, dass er sagte: Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, wa nahnu hudathau ahdin bi kufrin. Walil-Mushrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dann fuhr der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach diesem Vers weiter und sagte: La tarkabunna sunana man kana qablakum. Dieser Hadith ist verzeichnet in As-Sunan al-Tirmidhi, und Tirmidhi rahimahullah hat dieser Hadith als sahih eingestuft. Der Hadith ist, dass Abu Waqid al-Layfi radiallahu an berichtet, indem er sagte: Wir sind mit dem Gesandter Allahs ausgerückt zum Feldzug vom Hunain. Und dies war eben unmittelbar nach der Eröffnung von Mekka. Und Abu Waqid radiallahu an sagte: Wa nahnu hudathau ahdin bi kufr. Und wir waren noch, yani, unsere Zeit, wo wir noch Mushrikun waren, war nah. Yani wir waren frisch, die zum Islam konvertierten. Walil Mushrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Und die Götzendiener, sie hatten einen Baum. Sie hatten einen Baum dort, wo sie sich aufhielten, bei diesem Baum, und sie hingen ihre Waffen auf diesem Baum. Und dieser Baum wurde genannt, yani, Dhatu Anwata. Dann berichtet weiter Abu Waqid radiallahu an und sagt: So sind wir an einem weiteren Baum angekommen. So sprachen wir, beziehungsweise richteten uns zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagten zu ihm: O Gesandter Allahs, mach uns auch ein Dhat Anwat. Denn mach uns so einen Baum, wie sie es haben, wo wir uns aufhalten und unsere Waffen aufhängen.
So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hierauf, Allah ist der Größte. Wahrlich, das sind Handlungen, das sind Traditionen der früheren Völker. Ihr habt gesagt, in dessen Hand meine Seele ist, yani Allah Ta'ala, ihr habt so gesagt, wie die Benu Israel zu Musa alaihi salatu wasalam sagten, und zwar, Ij'al lana ilahan, yani mach uns yani zum Angebetenen, mach uns zum eine, der wir anbeten, kema lahum aliha, wie sie yani haben zum Angebetenen, wie sie aliha haben. Qal, so sagte hier, yani Musa alayhi salatu wasalam, denn Allah subhanahu wa ta'ala berichtet es im Koran, qala innakum qawmun tajhalun, wahrlich gewiss, yani, ihr seid ein Volk der Unwissenheit. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte weiter im Hadith, yani, ihr werdet gewiss den Spuren jenen folgen, die euch vorangingen. Ihr werdet wahrlich die Spuren jenen folgen, die euch yani, vorangingen. Yani, die früheren Völker. Das sind die zwei Beweise, die Sheikhul Islam Muhammad rahimahullah im Zusammenhang mit diesem Kapitel erwähnte und damit auch argumentierte. Und der Kapitel eben, wie wir schon bereits erwähnt haben, ist Man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Wer Segner sucht durch einen Baum oder durch einen Stein und Ähnlichem. Hier, Sheikh Salih, also Sheikh Hafidahullah, in seinem Scherh sagte, يعني, was ma hukmu hadha al-fi'l? Was ist der Urteil bezüglich dieser Handlung? Yani, wer Segen ersucht und so weiter, von einem Baum oder Stein und Ähnlichem. Wie lautet die islamische Urteil über solchen Handlungen? Al-Jawab, die Antwort ist, sagt Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah, dass dieser Person yani huwa Mushrik, dass er Götzendiener ist. Dass er, wer sowas tut, ist und fällt in Götzendienerei. Jedoch diese Sache, die detaillierte yani Herangehensweise bezüglich dieser Urteil erwähnt Sheikh Salih al-Sheikh in der Erklärung dann, dass dies yani fahua mushrik, dass er yani Götzendiener ist, yani der Urteil über jener Person, dass dieser Schirk yani ist, kann sein, großer Schirk und kann sein yani, dass es dies kleiner Schirk ist. Abhängig, dies führt zurück, ist abhängig zu der Absichten, zu der Überzeugungen von jener Person, die solchen Handlungen tätigt. Sheikh Salih, Hafidahullah, sagt, dass diese Sache, dieser yani Handlung, zum großen Schirk wird, wenn die Person, der durch diesen Sachen Segen ersucht, sei es Bäume, Steine und ähnlichen, Wände, Ortschaften und so weiter, dass die Person, der diese Sache, yani das Segen dadurch ersucht, er ist überzeugt, dass durch das Anfassen bzw. das Streichen dieses Baum oder Stein oder ein Grab, dass dies yani ein Mittel sei, dass dieser Baum, dieser Stein, dieser Grab ein Mittel sei, was ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Und er sieht diese Sache, sei es ein Baum, sei es ein Stein, ein Felsen, ein Grab, irgendwelche Sache, die die Leute unlegitimiert
yani diese Sachen zum Wasail, zum Mitteln nehmen, und er hat die Überzeugung, dass es dadurch yani sein Segen tut sich verwirklichen, und diese Sache ist yani ein Mittel. Damit hat er diese Sache angebetet neben Allah subhanahu wa ta'ala, und somit begeht er großer Schirk. Yani die Sache ist, die Angelegenheit ist, wenn er diese Sache, wenn er überzeugt ist, wenn er diese Ansicht trägt in seinem Herzen, dass diese Sache, sei es ein Baum, ein Stein, ein Grab, ein Felsen, dass die, oder ein Brunnen, dass diese Sache yani als Mittel, was ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala yani näher bringt, somit hat er diese Sache neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, und dadurch begeht er großer Schirk, was ihn aus dem Islam rausschmeißt. Und diese Angelegenheit kann auch kleiner Schirk heißen, bedeuten. Und zwar, Sheikh Salih, al-Sheikh, Hafizahullah, erwähnt dies, und indem die Person, yani Baraka ersucht, beispielsweise durch Streuen von Erde, von einem Grab über sich, yani dass er Erde, beziehungsweise Sand auch, von einem Grab über sich streut, oder auch Wasser, oder auch Wasser. Und er sieht, dass diese Sache yani ein Sebab ist für Verwirklichung des Segen, ohne dass er die Überzeugung trägt, dass diese Sache ihn näher zu Allah bringt als Mittel. Denn er hat dies bloß nur zum Sebab gemacht. Jedoch dieser Sebab ist eben unlegitimiert im Islam. Er hat dafür keinerlei Beweisen. Und er nimmt dies zum Sebab, und er sieht jedoch, dass yani die Baraka, sie kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch er ist der Ansicht, dass diese Sache ist Grund für die Baraka. Somit hat er kleiner Schirk begangen. Wie auch dem sei, man sollte sich ins Acht nehmen, denn kleiner Schirk sollte man diese Angelegenheit nicht herunterspielen und dabei denken, ist bloß ein kleiner Schirk. Nein, wie Sheikh Abdullah Bukhari hafidahullah sagte, dies, yani kleiner Schirk in Bezug auf dem Großen, und er ist größer als die großen Sünden, der kleine Schirk. Und wie Sheikh al-Islam rahimahullah der Meinung ist, und dies auch Sheikh Uthaymin rahimahullah und Sheikh Rabia hafidahullah und weiteren großen Gelehrten, dass der kleine Schirk wird nicht vergeben, außer yani, die Person wird dafür bestraft. Und erst im Nachhinein, nach der Reinigung ins Höllenfeuer, möge Allah Ta'ala uns bewahren, entkommt die Person und tritt ins Paradies ein. Und man sollte nur eine Minute versuchen, über eine Kerze seine Hand zu halten, wenn man denkt, er ist schon genug stark für das Feuer. A'udhu billah. Man sollte nur eine Minute die Hand über eine Kerze, eine brennendes Herz halten. Und dann sollst du dich, yani, dies soll deine Lehre sein, beziehungsweise unsere Lehre sein. Dass wir uns nicht in diese Sache, yani, mit Leichtigkeit umgehen. Vielmehr sollten wir gewarnt sein, weil hier ist eine ganz dünne Linie, meine Lieben. Ist eine ganz dünne Linie. Da kann schnell passieren, dass eine Person in großer Schirk fällt. Und dies wird auch von einer von den Bedeutungen der kleine Schirk ist, all dies, was zum großen Schirk führt. Das heißt, deswegen wurde er unterbunden und untersagt, dass es ja nicht so weit kommt,
Ansonsten besteht die große Gefahr, dass die Person reinfällt im großen Schirk. Und somit hat er sein Diesseits und Jenseits vernichtet und zerstört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Sheikh Uthaymin rahimahullah, Al-Allama Al-Uthaymin rahimahullah, sagte zum Anlass diesem Kapitel, هَذَا بَابٌ مُحِمٌ, dass dieser Kapitel ist sehr wichtig, weil eben es zeigt, dass die Verbundenheit der Herzen darf nicht sein, außer mit Angelegenheiten, die in der Religion bestätigt sind. Außer in der Religion, die bestätigt sind. Und man tabarraka, wer Segen ersucht, tabarraka min al-baraka. Und baraka, sagt Sheikh Uthaymin rahimah, ist kathratul khayri wa thubutihi. Baraka bedeutet im Arabischen, dass viel Gutes und Beibehaltung, dass es eben viel Gutes daran ist, vorhanden, und dass diese nicht beibehalten bleibt. Dass dies auch beibehalten bleibt. Und das Wort Baraka, sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, ist entnommen aus Birkatun. Birka, Baraka, Birka, Bikesra. Und dies bedeutet Birka, Ansammlung von Wasser, stehendes Wasser. Und das stehende Wasser unterscheidet sich vom fließendem Wasser durch zwei Sachen. Dass es viel ist, das Wasser, Al-Kathra, Wath-Thubut, und dass sie yani fest bleibt an ihrem Ort. Und so ist Baraka, Birkani, dass die Baraka davon, jetzt verstehen wir, wieso Sheikh Uthaymin rahimullah erklärt das Wort Barakani mit Kathratul Khair wa Thubutihi. Dass eben dies, yani, weil von ihrem Ursprungswort betrachtet, entnimmt man diesen zwei Bedeutungen. Dann sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, At-Tabarruk, yani das Ersuchen vom Segen, es tut sich nicht ausschließen von zwei Angelegenheiten, von zwei Sachen. Die erste Angelegenheit ist, dass man Segen ersucht von einer religiösen, bekannten, legitimierten Angelegenheit. Wie beispielsweise durch den Koran Segen ersuchen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet der Koran, sein Buch, als Mubarak. Yani voll des Segens. Denn Allah ta'ala sagt, Kitabun anzalnahu ilayke Mubarak. Ein Buch voll des Segens, das wir zu dir herabgesandt haben. Somit sagte Sheikh Uthaymin rahimahullah anschließend dieses Verses, vom Segen des Koran ist, wer diese Koran als Rechtleitung nimmt, so verwirklicht sich seine Befreiung und Errettung. Denn wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Völker durch diesen Koran vom Schirk befreit und errettet. Ja, Abdallah, das ist die wahre Errettung. Das ist die wahre Befreiung. Das ist die wahre Freiheit. Dass dein Herz
einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und nichts, aber absolut gar nichts ihm zur Seite stellt. Das ist die wahre Befreiung. Das ist die wirkliche Befreiung. Jedoch, dies kennen nur diejenigen, die diese gewaltige Sache gekostet haben. Ist keinerlei Befreiung, dass man Diener ist, dass man Diener ist deiner eigenen Gelüsten, dass man Diener ist von vielen Menschen und so weiter und so fort. Das ist keinerlei Befreiung. Das ist eine wahre Versklavung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und auch vom Segen des Koran ist auch, dass eine Buchstabe, wenn man liest, das Buch Allahs, eine Buchstabe bekommt man dafür 10 guten Taten. 10 guten Taten. All diese aufgrund des Segen des Koran, der Segen des Koran. Dann zweite Angelegenheit, die hier Sheikh Uthaymin rahimahullah erwähnt ist, dass man dieses Segen ersucht von einer Angelegenheit, von einer Sache, die sinnlich bekannt ist, die sinnlich deutlich ist. Und zwar, wie beispielsweise Al-Ilm, das Wissen, Wad-Du'a, und das hier, Dua, würde man es verstehen, Bittgebet. Jedoch, wenn man weiterliest, dann entnimmt man und versteht man, dass Sheikh Uthaymin rahimahullah damit meint, Ad-Du'a'u, yani, Da'watuhu ila al-Khair, yani, das Aufrufen zum Guten, yani, das Wissen, das Nehmen vom Wissen, das Verbreiten vom Wissen und das Aufrufen zum Guten, all dies, yani, sind Gründe für Segen. Jedoch, hier sollten wir eine ganz, ganz wichtige Sache nicht, übersehen, beziehungsweise unbeachtet lassen. Und zwar, es ist eine enorm wichtige Sache, und zwar, Sheikh Salih al-Sheikh, Hafizahullah sagt, in seinem Scharh vom Kitab al-Tawhid sagt er, dass die Texten der Koran und die Sunna zeigen ganz klar und deutlich, dass das Segen, yani an-nususu fil Qur'ani wa sunnati dallat ala anna al-barakata min Allah. Yani die Texten des Koran und des Sunna, sie zeigen deutlich auf, dass der Segen ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass der Segen ist von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht von der Geschöpfe. Dass dieser Segen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Somit, yani Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der eine Sache oder jemanden oder eine Tat segnet. Niemand. وَأَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ الْخَلْقِ يُبَارِكُ أَحَدًا. Yani niemand kann von den Geschöpfen eine andere von den Geschöpfen segnen. All dies geschieht yani von Allah subhanahu wa ta'ala, mit Allahs Erlaubnis. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Voller Segen ist er, der die Unterscheidung zu seinem Diener herabgesandt hat. Wer ist voller Segen? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala.
Und beispielsweise die Aussage Allahs, wa barakna alayhi wa ala al-Ishaq. Yani wir segneten ihn und Ishaq. Yani wir segneten hier Ibrahim alayhi salatu wa salam und seinen Sohn Ishaq alayhi salatu wa salam. Wer segnete sie? Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aussage Allahs in Suratul Maryam, wa ja'alani mubaraka. Er machte mich gesegnet. Yani dies sagte Isa alayhi salatu wa salam. Wer macht ihn Mubarak? In Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Somit sagt Sheikh Salih al-Sheikh weiter, fährt fort und sagt, somit es ist nicht erlaubt, es steht nicht einem Geschöpfer, dass er sagt, Baraktu ala shay. Yani ich segne diese und jene Sache. Nichts, keine Leier. Ihm steht diese Angelegenheit nicht. Derjenige, der das Segen gibt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht die Geschöpfe. Und nicht die Geschöpfe. Deswegen sagen wir ja, möge Allah dich segnen. Und möge Allah dich segnen. Und nicht ich segne dich. Das ist nicht erlaubt. Es ist untersagt, sowas zu sagen. Sowas zu sagen. Dann sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, dass das Segen ersuchen, das legitimierte Ersuchung des Segen ist einige Arten im Islam. Einige Arten. Yani es gibt yani Arten und Weisen im Islam, die erlaubt sind, dann Segen zu ersuchen. Beispielsweise sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, At-tabarruk bil-aqwali wal-af'ali wal-hayyi'at. Das Segen ersuchen durch Wörter beziehungsweise Aussagen, durch Taten und durch Ansammlungen, durch Art und Weisen von Ansammlungen, bestimmten Formen an Ansammlungen. Es kommt in der Erklärung. Beispielsweise sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, jedoch eine wichtige Einschränkung hier, die Sheikh Uthaymin rahimahullah hier zitiert, und zwar, dass sich der Segen verwirklicht, wenn die Person, die Voraussetzung ist, dass die Person die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam befolgt. Dass sich der Segen realisiert, verwirklicht, ist yani für eine Person, die Sunna unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und nicht für irgendwelchen Dajjajila, Scharlatanen und Täuscher und Trüger und Betrüger und Abgewichene, Abgeschwiefene. Nein, keine Laie. Beispielsweise durch Aussagen bzw. Wörter ist beispielsweise yani Erwähnen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zu gedenken, das Gedenken Allahs Ta'ala und auch das Lesen seines Buch. Dadurch erlangt man Segen. Von wem erlangst du der Segen? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat diese Sache zum Grund gemacht, dass du Segen erlangen kannst. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Beispielsweise eben das Gedenken Allahs. Das Lesen seines Buches. Und auch, sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, von den Taten, von den Handlungen, die Grund sind für Baraka, für Segen, ist Talibul Ilm. Das
Streben nach Wissen und das Belehren vom Wissen. Von der Baraka des Wissens ist Ar-Rif'atu, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rif'atu fi dunya wal akhira, dass Allah subhanahu wa ta'ala den wissenden Menschen eine hohe Stellung gewährt, im Diesseits und im Jenseits. Dies aufgrund, yani, das Streben nach dem Wissen. Yani hier Streben nach dem Wissen wohlverstanden. Streben nach dem Wissen, yani, religiöse, schariatisches Wissen. Nicht irgendwelches Wissen, was du Tag und Nacht am Google, am Recherchieren bist, über irgendwelchen komischen Angelegenheiten. Nein, mein Lieber. Diese Angelegenheit, yani, das Streben nach religiöses Wissen, nach islamisches Wissen. Dies führt dazu, yani für Baraka, und diese Baraka, yani die Folgen davon sind, die Früchte davon sind, yani die hohe Stellung in Diesseits und im Jenseits. Die hohe Stellung in Diesseits und im Jenseits. Und schaut nur bloß, man sollte schauen, yani die A'immatu Salaf, yani, und vor der A'immatu, yani vor yani der Imame, der Madahib, sollte man yani die A'immatu der Sahaba Ridwanullahi alayhim anschauen. An der ersten Linie Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Yani schaut die hohe Stellung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, im Diesseits und im Jenseits, aufgrund ihres Streben nach dem Wissen, aufgrund ihrer Begleitung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der Verhelfung dieser Religion. Und dann die Aimmatu Salaf, die ihnen gefolgt sind, in beste Weise und in beste Art und Weise. Ihre Erwähnung ist bis heute, ihre hohe Stellung, seit Jahrhunderten über Jahrhunderten Jahren. Und schaut irgendwelchen Leute, die in der 60er und 70er, in 80er, 90er Jahre, Anfang 2000 gestorben sind. Werden sie noch erwähnt oder sind sie schon längst vergessen? Sind sie sogar vergessen, bevor sie begraben sind? Jedoch die A'immatu Salaf, sie werden unter den Muslimen erwähnt, als hätten sie yani bis gestern gelebt. Das ist die Vorzüglichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die er ihnen gegeben hat. Von den Taten bzw. Handlungen, die Grund sind für Baraka, ist, sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, das Verrichten des Gebet in Jama'a, mit den Muslimen. Dies ist Grund für Baraka. Und dadurch vermehren sich die Hasanat, die guten Taten, und werden getilgt die schlechten, die Misstaten. Und sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah weiterhin und sagt, und die restlichen Säulen des Islam, fafiha barakat azima, sind viele, viele Segen, gewaltige Segen vorhanden. Und auch, was wir erwähnt haben zuvor, diese Versammlungen, diese Art und Weisen oder diese Formen, ist beispielsweise die Form oder die Art und Weise, die Versammlung beim Essen, dass man zusammen isst. Nicht jeder Einzelne und jeder einzelne Teller hat und so weiter. Nein, in einem Schüssel, in eine große yani Pfanne wird gemeinsam gegessen. Das ist Grund für Baraka. Das ist Grund für Baraka. Und auch, dass man am Schluss die Finger yani ausleckt, weil kann sein, dass die Baraka nicht dort geblieben ist. Dass die Baraka dort geblieben ist. All dies sind Gründe für
für Erlangung vom Segen. Dann die zweite Art von den erlaubten Arten, um Segen zu ersuchen, dadurch At-tabarruku bil-amkina. Und die Segen ersuchen durch Ortschaften, Orte. Denn Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, es gibt bestimmten Orten, Allah subhanahu wa ta'ala hat in denen ja nicht dadurch Segen bestimmt für die Menschen. Jedoch dies verlangt von uns, von den Menschen, Al-Ikhlas wal-Mutaba'a. Ja, dies verlangt von uns die Verwirklichung der Aufrichtigkeit und die Verwirklichung der Befolgung des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie beispielsweise sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, von diesen Ortschaften sind die Moscheen, die Masajid, die Moscheen. Und es sind Ortschaften der Baraka, des Segen. Und auch der I'tikaf. Der I'tikaf für Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch Ortschaften, woran man Segen erhofft, sind das Beiwohnen der Wissensrunden, das Beiwohnen von Wissensrunden. All dies ist Grund für Baraka. Jedoch, keineswegs, auf keinsten Fall, ist Grund für Baraka, dass man die Wände der Moscheen anfasst und streicht und berührt und daran sich klemmt oder die Erde, der Staub an den Wänden. All dies ist untersagt. Denn dies geschieht. Yani, man hat viel und viel gesehen in Medina und Mekka. Kommen Leute aus irgendwelchen Ländereien, meistens Pakistan, Afghanistan. Und dann Sie gehen zu den Wänden, zu den Säulen der Masjid Nabawi oder Masjid al-Haram und ersuchen dadurch Segen. Oder gehen Sie beim Grab des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und ersuchen bei den eisernen Toren da, die sind. Sie ersuchen da Segen. All dies ist untersagt und nicht legitimiert. Und diese Sache ist hochgefährlich. Von den Masajid, die noch zusätzliche Besonderheit haben, und wer hat ihnen diese Besonderheit, besondere yani, Position gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala ist beispielsweise Masjid al-Haram und Masjid al-Nabawi und Masjid al-Aqsa und auch Masjid Quba, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet in Masjid al-Haram hat die Belohnung wie 100.000 Gebete anderswo auf der Welt. Und das Gebet in Masjid Nabawi hat 1000, yani die Belohnung von 1000 Gebeten anderswo auf der Erde. Und das Gebet in Masjid al-Aqsa hat die Belohnung wie 500 Gebete anderswo auf der Erde. Und bezüglich Masjid Quba, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, der Sahih von Sheikh Albani eingestuft wurde, wer sich zu Hause wäscht, yani reinigt, vollzieht die Reinigung und hierauf kommt zum Masjid Quba und betet drin ein Gebet, somit ist deren Belohnung
die Belohnung von einer Umrah. Umrah. Die Belohnung von einer Umrah. All dies aufgrund die Baraka, die Allah subhanahu wa ta'ala an diesen Orten gelegt hat, gegeben hat. Und auch von den Orten bzw. Regionen, die gesegnet sind, ist Mekka, wal Medina, wal Sham. Für all diese Sachen gibt es spezifischen Texten, die diese Sachen bestätigen. Dass diese Ortschaften, Mekka, wal Medina, wal Sham, gesegnet sind. Von wem gesegnet? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt der Segen. Nicht die Geschöpfe, ja Abdullah. Merk dir diese Sache. Merk dir diese Sache sehr, sehr gut. Dritte legitimierte Angelegenheit, um Segen dadurch zu ersuchen, ist At-Tabarruk bi-Azmina. Segen ersuchen durch bestimmten Zeiten. Durch bestimmten Zeiten. Wie beispielsweise, Sheikh Uthaymin Rahimahullah sagt, wie beispielsweise der Monat Ramadan. Der Monat Ramadan. Durch das Fasten. Und ist Grund dieses Fasten für die Vergebung von Sünden. Und Vermehrung der Rizq und weiteren Segnungen. Und auch Laylatul Qadr. Und auch die ersten 10 Tage vom Monat Dhul Hijjah. Auch der Tag von Jum'ah. Auch die letzte Drittel vom Nacht. Was wir sehr, sehr vernachlässigen sind. Ja, Ibadallah. Bezüglich dieser letzte Drittel der Nacht. Wir sollen uns bemühen, stark bemühen, diese Sache. Wenigstens einmal in der Woche zu praktizieren. Jedoch, jeder sollte sich fragen, wann hat jemand von uns diese Sache praktiziert? Ja, Abdallah, du sollst wissen, du sollst in Gewissheit sein und wissen, du bist erschaffen, um Allah Ta'ala zu dienen. Du bist nicht erschaffen für diese weltlichen Angelegenheiten. Du bist nicht dafür erschaffen. Ma khuliqtu li hadha. Ja, nicht für diese ganzen Angelegenheiten der Dunya. Ma khuliqtu li hadha. Wurdest du, beziehungsweise wurde ich nicht dafür erschaffen. Du wurdest erschaffen, um einzig und alleine deinem Schöpfer zu dienen, Allah subhanahu wa ta'ala. Der Rizq, Allah hat dir dein Rizq bestimmt. Selbst wenn du dich weigern würdest, Allah hat dein Rizq bestimmt. Du wirst nicht sterben, bis du deine letzten Bissen essen tust. Bis du deinen letzten Tropfen vom Wasser runterschluckst, wirst du nicht diese Erde verlassen können. Selbst wenn du willst. Es gibt viele Menschen, die haben sich vom 5. Stock runtergeschmissen. Die sind lebendig geblieben. Verletzungen, wieder heil nach Hause gekommen. Wieso? Es kam nicht ihre Ajal. Ja, Abdallah. Und auch, es gibt, wie Sheikh Uthaymin Rahimullah erwähnt, es gibt bestimmte Nahrungen, die dadurch der Diener Segen erhofft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie beispielsweise, sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah, Zaytun. Wie beispielsweise Zaytun. Und auch das Wasser Zamzam. Zamzam.
Und auch Habbatu Sauda. Habbatu Sauda. All diese erhofft man dadurch Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch yani An-Nakhla, yani An-Nakhl, yani Dattelpalmen, wie dies im Hadith beim Bukhari gekommen ist, dass diese Palme, diese Dattelpalme gesegnet ist. Dass diese Dattelpalme gesegnet ist. Dann erwähnt Sheikh Uthaymin Rahimullah, nachdem er uns einige Sachen angeführt hat, die legitim sind, dadurch Segen zu ersuchen, von Allah subhanahu wa ta'ala, erwähnt Sheikh Uthaymin Rahimahullah, At-Tabarruk al-Batil, yani das Segen, das Falsche, das Nichtige, Segen ersuchen. Das nicht legitimierte Segen ersuchen. Wie beispielsweise das Segen ersuchen vom gesegneten Ortschaften, jedoch nicht auf diese Art und Weise, wie es legitim gemacht wurde. Wie beispielsweise das Küssen von den Toren einer Moschee. Wenn einige Menschen, wenn sie nach Medina kommen, du siehst sie bei den Toren, dass sie so schön gemacht sind, weil die Muluk, Ali Saud, sie haben enormen Investitionen und nie eigentlich gespart für die Unterhaltung der Haramain, Masjid al-Haram, im Masjid Nabawi. Dann kommen irgendwelche unwissenden Köpfe und küssen die Toren der Moscheen und die Türen der Moscheen. Sie küssen und dadurch erhoffen sie Baraka. Und dies ist falsch und nichtig und sehr, sehr gefährlich. Was wir zu Anfang in der Erläuterung vom Sheikh Salih al-Sheikh erwähnten. Und einige sogar, sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah, gehen so weit und erhoffen, durch ihre Berührung, durch das Anfassen von diesen Toren und Fenster, sei es auch den, erhoffen, oder Marmors, die Platten, die Marmorplatten und so weiter, erhoffen sie dabei, Heilung. Irgendwelche Krankheiten haben sie und denken sie dabei, wenn sie diese Sachen anfassen, werden sie geheilt. All dies, ist untersagt und verboten. Auch von den verbotenen Sachen, um Segen zu ersuchen und zu erhoffen, ist das Gehen zu den Gräbern. Jedoch nicht, um die Gräber zu besuchen, um für die Toten Bittgebete zu machen, dass Allah ihnen vergibt und verzeiht und sich erbarmt und so weiter und so fort. Nein, jedoch sie gehen dorthin, weil sie die Überzeugung haben, dass die Dua, das Bittgebet bei den Gräbern besser ist. Sie denken, dass die Dua gesegneter ist bei den Gräbern. Und diese Sache ist verboten. Und auch erwähnt Sheikh Uthaymin Rahimahullah, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Rahimahullah erwähnte, dass von solchen Sachen ist auch das Gehen zur Höhle Hira. Zum Hira zu gehen, liusalli fihi wa yad'u. Dass er, wenn er in Mekka ist, dass er zu dieser Höhle von Hira hingeht, um dort zu beten und dort auch Bittgebete zu verüben. Dass dieser, sein Gebet ist gesegneter dann und seine Bittgebete sind gesegneter
aufgrund yani, der, die Ortschaft Hira oder yani, die Höhle von Thaur. All dies ist verboten und untersagt. Und leider, unsere Leute, und meistens werden sie von ihren eigenen Hojas vorgeführt, dass sie, yani, anstatt, dass sie bleiben in Masjidul Haram und dort die Gebete verrichten, nein, was tun sie? Sie gehen stundenlang zu der Höhle von Hira in Mekka und denken sie dabei, ja, es ist gesegneter und besser für die Bittgebete und ihre Gebete, die sie dort verrichten. Es ist Zeitverlust, Geldverschwendung und auch Gefahr. Ich war noch nie in Hira. Jedoch, es wird gesagt, dass der Weg steil sei und gefährlich. Und die alten Leuten, die alten Greisen mit 70, 80 Jahren und mit jensten Krankheiten, Zucker und Herz und alles Mögliches, und sie gehen dorthin. Weil der Oja sagt, es ist besser. Schau der Jahal, schau die Unwissenheit von diesen Menschen. Jedoch, das ist die Belohnung, beziehungsweise die Strafe für die Unwissenden. Weil wenn du dich nicht mit Wissen beschäftigst, dann wirst du zum Spiel in den Händen der Spieler. Somit soll dir richtig bewusst werden, wie wichtig, wie notwendig hast du das Wissen, beziehungsweise haben wir das Wissen. Oder dass man zum yani Beitul Maqdis nach Jerusalem hingeht und Tor, dass man den Berg vom Tor sucht und besteigt und da yani Segen ersucht, weil Allah Ta'ala sprach zu Musa alayhi salatu wassalam und so weiter und so fort. All dies ist untersagt. All dies ist untersagt. Irgendwelchen Reisen zu unternehmen, zu irgendwelchen Bergen zu besteigen und so weiter. Nein, wir sind kein Bergsteigerer, ja Abdallah. Wir sind kein Bergsteigerer. Du sollst vernünftig sein und die Religion erlernen. Das ist kein Spaß. Es geht um Paradies oder Hölle. Auch von den verbotenen Sachen, von den falschen und nichtigen Sachen, wodurch man Segen ersucht, ist, dass man die Orten sucht, woran sich unser edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam aufgehalten hat, um dann yani Baraka zu erlangen, um dort zu beten oder Bittgebete zu verrichten und ähnlichem. All dies ist verboten. All dies ist verboten. Und dies haben die Sahaba Ridwanullahi alayhim nicht getan. Die Sahaba Ridwanullahi alayhim waren diejenigen, die am meisten, am heftigsten unsere edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam geliebt haben. Ja, Abdullah, nicht du, weil du denkst, ich bin der Beste und der Reinste. Nein, nein. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Nein, nein. Umar al-Faruq radiallahu an. Nein, nein. Uthman ibn Affan radiallahu an. Nein, nein, ja Abdullah, Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Nicht du denkst, nach 1400 Jahren bist du so rein und so transparent. Die Sahaba Ridwanullahi alayhim, sie haben dies nicht getan. Sie begleiteten unsere edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam auf seine Reisen, auf die Feldzüge, auf und so weiter und ähnliche weiteren Sachen. All dies war kein Grund, dass sie nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam diese und jene Ortschaften aufsuchen, sei es bei Badr, sei es bei Uhud, sei es bei Khaybar und so weiter, sei es bei Hunain und so weiter, sei es bei Bay'atu Ridwan und so weiter, dass sie diese Sachen und so weiter und so fort, dass sie diese Ortschaften aufsuchen und dann das Segen dadurch erhoffen. Nein, sie haben es nicht getan.
Also lasse es nicht, dass es mit dir gespielt wird. Auch sagt Al-Allama Al-Uthaymin rahimahullah, das Ersuchen von den verbotenen Arten, das Ersuchen von Segen an bestimmten Zeiten, die gesegnet sind, wie eben der Monat Ramadan und Tag vom Jumma, Laylatul Qadr und so weiter, jedoch nicht auf legitimierte Art und Weise, wie es im Koran und in Sunna uns vorgeschrieben wurde. Wie beispielsweise die Rawafid am Tag von Ashura. Was machen diese Rawafid? Qabbahahumullah. Anstatt dieser Tag, ein fastender Tag, ein Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime ehrte, zum Zeit von Musa alaihi salatu wassalam, und verhalf die wahren Gläubigen. Was taten, was tun die Rawafid, qabbahahumullah? Sie schlagen sich auf ihre Brüste. Sie schlagen sich auf ihre Brüsten mit irgendwelchen Messer und anderen Sachen, was sie tun. A'udhu billah. Und sie denken dabei, sie nähern sich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, niemals. Diese Sache entfernt eine Person von Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch so ist die Strafe für sie. Schon im Diesheits. Für ihre Bezichtigung, qabbahahumullah, unsere Mutter Aisha radiallahu anha, für Unzucht. So kriegen sie schon die Strafe im Diesheits. Und die Strafe vom Jenseits ist noch heftiger. Noch heftiger. Auch, sagt Sheikh Uthaymin rahimullah, von den verbotenen Angelegenheiten, dass man dadurch Segen ersucht ist, dass man bestimmten Zeiten nimmt und sie dermaßen ehren tut und feierlichen organisiert und mit bestimmten Anbetungen auch, verübt. Wie beispielsweise, dass man am Tag, am Geburtstag des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass man diese Feierlichkeiten organisiert, dass man extra es zelebriert. Dies tat nicht der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, und taten auch nicht seine Gefährten, meine Lieben. Oder am Tag von Isra und Mi'raj, dass man dieser Tag und diese Nacht mit bestimmten Feierlichkeiten organisiert und zelebriert. All dies ist verboten. All dies ist untersagt. Und auch der Tag von Hijra, dass man ihn spezifisch organisiert. Oder der Tag von Badr. Oder die Eröffnung von Mekka. Und weiteres und weiteres. All dies ist verboten und Erneuerung in unserer Religion. Auch, von den verbotenen Sachen ist, dass man Segen ersucht durch den Körper der rechtschaffenen Menschen und ihre Spuren. Das ist verboten. Das Segen ersuchen von den Körper der rechtschaffenen Menschen und deren Spuren. Wie beispielsweise vom Rest des Wassers vom Wudu oder von seinem Schweiß oder von seinen Kleidern. Diese Sache ist nur spezifisch für unseren edler Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht für seine Gemeinschaft. Weder für Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, weder für Umar al-Faruq radiallahu an, weder für Uthman radiallahu an, noch für Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Es ist untersagt. Und die Sahaba taten es nie.
nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam mit jemanden unter ihnen diese Sache, dass sie Segen ersuchten von seinem Schweiß, von seinen Haaren, von seinem Blut, von seinem und so weiter und so fort, von seinem Speichel und so weiter und so fort. All dies ist untersagt und verboten. Somit wird, wenn nicht erlaubt ist, von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an dies zu ersuchen, dann erzähle mir nicht über irgendwelchen Köpfe da in Türkei und Balkan und Afghanistan und Pakistan und Turkmenistan, irgendwo einer, der sich zu Hause verschlossen und versperrt hat und A'udhu billah. Erzähle mir nicht. Lass es nicht zu, dass es mit dir gespielt wird. Irgendwelchen Leuten in Bangladesch und Indien und so. Alles sind Dajjajil und Lügner. Denn, wenn diese Sache nicht für Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an zugelassen ist, dann erst recht nicht für jemanden anders. Einzig und alleine dies ist Khasais an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Das ist von den spezifischen Charakteristiken des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Lasse dich nicht täuschen von den Täuschern. Und auch jene Menschen, die behaupten, wir haben ein Haar vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam irgendwo in Tschetschenien und irgendwo da. Und sie fahren durch die Straßen und die Straßen mit irgendwelchen Haaren, wo sie haben. Alles gelogen. Alles gelogen. Es gibt nichts, aber absolut gar nichts vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam jetzt in unserer Zeit. Und wer behauptet, er ist ein Lügner. Und wer behauptet, dass es gäbe, er ist Lügner. Er ist Lügner. Denn die Sahaba Ridwanullahi alaihim, die Haaren, die sie hatten vom edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam und weiteren Sachen, sie hinterließen Testamenten, dass diese Sachen mit ihnen ins Grab begrabt werden. Und somit, es blieb nichts vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, von seinen Haaren und von seinen Kleidern. Jedoch, ja Abdallah, es blieb uns. Allah bewahrt es, wie er es versprochen hat. Die Religion, womit er, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu uns entsandte, sie blieb uns rein, unbefleckt, authentisch zu 100%. Sie ist geblieben und darin ist unsere Rettung. Darin ist unsere Glückseligkeit. So suche nicht und verschwende nicht Zeit, irgendwelchen Bergen und Städte und Weiden und so zu besuchen und zu untersuchen, indem du suchst nach Spuren vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, nach seinen Haaren. Und so vergeudest du dein Leben und deine Zeit und morgen stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und hast du deine Zeit verspielt und verschwendet. Dies war, yani, wie Sheikh Uthaymeen rahimahullah im Zusammenhang der Ernennung des Kapitels. All dies, yani, erwähnte dies Sheikh Uthaymeen rahimahullah im Zusammenhang des Kapitels. Dann, yani die Aussage von Sheikh Muhammad rahimahullah, man tabarraka bi shajarin, yani durch einen Baum, yani damit ist nicht eine bestimmte Baum gemeint. Einfach die Sorte, egal welcher Baum, wenn jemand ersucht von Bäumen Segen in seinem Dorf, in seiner Straße, in seinem Garten oder irgendwann auf einem Berg, dass diese Sache ja nicht
kannst du dem führen, was wir zum Anfang vom Sheikh Salih al-Sheikh erwähnt haben. Und Hajar ist dasselbe, Stein bzw. Felsen. Egal, welchen Arten, ob sie rund sind, ob sie eckig sind, ob sie mit Kanten sind, das spielt keinerlei Rolle, ja Abdallah. Und ähnlichem, die Aussage von Sheikh Mohammed im Ernennung des Kapitels, und ähnlichem, yani ähnlichem bedeutet er, beispielsweise Häuser und Räumlichkeiten, all diese, yani wenn man an unlegitimierten Häuser bzw. Räumlichkeiten Segner sucht, besteht die Gefahr, was wird die Aussage von Sheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah, zu Anfang erwähnten. Und der Vers, was Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimullah hier argumentierte, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Yani, was haltet ihr nun von Al-Lat und Al-Uzza und der Manat, der dritte von der anderen? Dies erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, nachdem der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf sein Himmel Emporhebung, Mi'raj, als er die gewaltigen Zeichen sah. Denn Allah ließ, dass der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewaltige Zeichen sieht. Somit, sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, was sollen dann diesen Sachen, yani Al-Lad, Al-Uzza, Al-Manad, was sollen sie zum Vergleich von diesen gewaltigen yani, Zeichen sein? Im Vergleich. Gar nichts. Verleiset bishay'in. Wie Sheikh Uthaymin rahimahullah sagt, yani, verleiset bishay'in, es sind nichts dagegen. Gar nichts. Ganz und gar nichts. Gegen die gewaltigen Zeichen, die unser edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani gesehen hat, mit Allahs Erlaubnis. Und Al-Lad, Wal-Uzza, Wal-Manat haben wir bereits in Qawaid al-Arba'a erwähnt. Dann sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, der Anlass dieser Vers zum Kapitel ist folgendes. Weil die Mushrikun, sie tragen die Überzeugung, dass diesen Götzen, diese Steine und Felsen und Gräber und so weiter, dass diesen Götzen helfen ihnen, bringen ihnen Nutzen und auch Schaden abwehren. Und deswegen kommen sie zu ihnen und tun sie anbeten. Und sie opfern für sie auf. Und sie nähern sich zu ihnen. Und dann sagt Sheikh Uthaymin nochmal eine wichtige Sache hier. Und kann sein, dass Allah Ta'ala eine Person prüft. Und zwar, dass wenn die Person zu jener Grab und Felsen und Holz kommt, dass es das geschieht, was er eigentlich will. Dass beispielsweise der Schaden sich ja nicht entfernt, beziehungsweise abwehrt. Und dass es ihm auch Nutzen geschehen, dass er Nutzen sieht. Allah, yani, Allah prüft die Menschen auch mit solchen Sachen. Das ist auch eine Prüfung sein kann. Aber dass es so weit kommt, yani, ist aufgrund der Person. Weil er sich nicht mit authentischem Wissen gewappnet hat. Und weil er nicht der Tawhid verwirklicht hat. Und somit Allah prüft ihn noch mit dieser Sache. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Dann der Hadith von Abi Waqid al-Layfi radiallahu an, wo er berichtet, dass wir dann rausrückten mit dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Hunain.
Dies geschah, als sich die Stämme Hawazin und Thaqif gegen die Muslimen anmachten und sich versammelten, um die Muslime zu bekämpfen. Und dies geschah nach der Eröffnung von Mekka. Dass die Stämme Hawazin und Thaqif, sie taten sich zusammen, um die Muslime zu bekämpfen. So begab sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihnen. Und es waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam 12.000 der Sahaba ridwanullahi alaihim. 2.000 von den Bewohnern von Mekka und 10.000 waren von den Leuten von Medina, die mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Mekka kamen. Und von den Leuten von Mekka, die dann frisch auch konvertierten. Sie rückten aus mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und es wurde gesagt, wir len naghlibul yawm min qillatin. Yani heute werden wir nicht überwältigt von einer kleinen Anzahl. Yani die Muslime sagten, dass heute werden wir nicht von einer kleinen Anzahl überwältigt, beziehungsweise besiegt. Jedoch Allah subhanahu wa ta'ala prüfte sie, stellte sie auf Prüfung, dass die Angelegenheit ist nicht mit Anzahl, sondern die Angelegenheit ist die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es sich verwirklicht. Denn an vielen Ortschaften waren die Sahaba ridwanullahi alaihim im Unterzahl. Jedoch, wie bei Badr, Allah subhanahu wa ta'ala verhalf sie zum Sieg. Und die sollte uns eben nicht, Jani, sollte uns nicht, Jani, täuschen, die große Anzahl. Denn Allah ta'ala sagt, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Allah hat euch an vielen Orten verholfen. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Und am Tag vom Hunayn, als euch die große Anzahl gefiel, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Jedoch, sie hat euch nicht gebracht. Keine Nutzen. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ. Und die Erde wurde euch eng, bima rahubat, obwohl ihre Weite ist breit. Jedoch wurde sie eng. Dies geschah eben Yom Hunayn, am Tag vom Hunayn, als dieser Ma'raka, Feldzug, sich abwickelte zwischen dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Stämme, die Kufar waren, Mushrikun, Hawazin und Thaqif. Und die Mushrikun, sie hatten einen Baum. Sie hatten einen Baum, woran sie dadurch Segen ersuchten. Und sie verehrten auch dieses Baum. Sie verehrten diesen Baum und suchten Segen. Und sie hielten sich dort auf. Nicht einfach ein bloßer Aufenthalt, sondern sie betrachteten diesen Aufenthalt als Ibadah, als Anbetung. Somit sagt Sheikh Salih al-Sheikh bezüglich der Angelegenheit der Mushrikun bei diesem Baum, sie sammelten in sich drei Angelegenheiten. Erste Angelegenheit ist, sie verehrten dieses Baum.
Sie hielten sich auf dort, zweite Angelegenheit, sie hielten sich dort auf in Form der Anbetung. Und dritte Angelegenheit, sie erhofften dadurch, yani Segen. Sie erhofften dadurch, dass der Segen von diesem Baum, es überträgt sich zu ihren Waffen. Und somit werden sie yani Ausdauer haben beim Kämpfen. Ausdauer haben beim Kämpfen. Die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, jene, die eben yani frisch im Islam konvertiert waren, sie verlangten vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam einen Baum, dass sie auch diese Sache, die Waffen aufhängen. Wie Sheikh Uthaymin rahimahullah erwähnt, dies war nicht ihre Absicht, dass sie im Widerspruch stehen zu den Befehlen Allahs und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Sie bezweckten damit nicht die Shahada, die sie kurz davor getätigt haben, La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah, zu annullieren. Nein, keineswegs. Jedoch, dies blieb ihnen fern. Sie wussten es nicht, dass diese Sache untersagt ist. Und Sheikh Uthaymin rahimahullah sagt es hier auch dazu, wenn solchen yani, Details bezüglich dem Schirk, wenn solche Details den Sahaba Ridwanullahi alayhim fernblieben, die frisch zum Islam konvertierten, wie ist es dann später die späteren Generationen? Wie ist es dann später, wo die späteren Generationen gekommen sind? Dies yani, sollte für uns eine Lehre sein. Eine Aufwachung, um aufzupassen. Um aufzupassen. Und wie Sheikh Abdullah Bukhari, Hafizahullah, sagte, das mag sein, dass eine Person eine Sache yani als gut betrachtet. Jedoch eine Sache ist dann als eine gute Sache zu bezeichnen, wenn dies in der Religion als solche legitimiert ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht eigene Ansichten und eigene yani Bedürfnisse. Nein. Eine Sache, dass sie als gute Sache eingestuft wird. Es ist nötig und es benötigt, dass dies ja nicht in der Religion so gut geheißen ist. Und nicht deine Bräuche, dein Dorf, deine Gelüsten und so weiter. Nein, keineswegs. Keines Weges. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, war heftig, harsch in seiner Antwort und rügte jenen, die ihn, diese Sache von ihm verlangten. Und dies sagt an drei Stellen in seiner Antwort, in seiner Reaktion, und zwar: Allahu Akbar. Allah ist der Größte. Damit yani sollen sie verstehen, dass diese Angelegenheit ist gewaltige Angelegenheit. Sollen sie aufgepasst sein. Und dann auch yani innaha sunan, weil es sind Traditionen, yani Traditionen, die nicht zu folgen sind, die nicht verdienen, gefolgt zu werden von den früheren Völkern. Und auch La terkabunna sunana. Und ihr werdet jedoch gewiss die Spuren jenen folgen, die euch vorangingen. Und dies auch ist eine Verwirklichung, diese Vorhersagung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist eingetroffen. Und das ist ein Zeichen für sein Prophetentum. Ein Zeichen für seine Wahrhaftigkeit. Ein Zeichen, dass er nicht von seinen eigenen Gelüsten und Begierden gesprochen hat. Dass diese Sache so eingetroffen ist, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat.
Und dann sagt auch Sheikh Salih al-Sheikh eine wichtige Angelegenheit bezüglich yani, das Verlangen yani, von den Sahaba Ridwanullahi alayhim. Dies war bloß, yani, bloß, und sie schränkten sich ein auf diese, das Verlangen, das, yani, das Fragen des Gesandten Sallallahu alaihi wasallam, ihnen diese Sache zu ermöglichen. Es blieb die Angelegenheit bei dieser Sache. Sie taten nichts danach, als ihnen bewusst wurde, wie gewaltig und gefährlich diese Angelegenheit ist. Sie ließen ab. Denn sagt Sheikh Salih al-Sheikh, weil sonst hätten sie weitergemacht in diese Sache und hätten einen Baum genommen, dann wären sie ja nie in großer Schirk verfallen. Wären sie in großer Schirk verfallen. Und Imam Ibn Qayyim rahimullah erwähnt auch im Zusammenhang dieses Hadithes, dass die Gefahr bei den Gräbern ist viel gewaltiger, dass man in Versuchungen reinfällt, als bei solchen Bäumen. Und trotzdem ist verboten und untersagt. Und wie ist es dann mit den Gräbern? Und die Muslime, sie sind am Schlafen. Sie sind am Schlafen. Und Sheikh Saleh sagt auch, dass einige Menschen sogar bezüglich dieses Segen ersuchen von den Bäumen und Steine und weiteres und speziell bei den Gräbern, sogar sie verehren der Zaun bei den Gräbern und die Mauer, die ein Grab umzingeln. Sie ersuchen von diesem Zaun, von diesem Netz, von diesem Draht. Das ist ein Draht, ja Abdallah. Und diese Leute fassen es an und erhoffen dabei Segen. Weil dieser Draht umzingelt der Grab von diesem Wali und diesem Salih in ihren Augen. A'udhu billah. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren vor dem Irrtum nach der Rechtleitung. Und dann, zum Schluss, erwähnt, wie gewöhnlich, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, die Mesail von diesem Kapitel. Und die erste Mesala ist der Tafsir von Ayatul Najm. Yani afaraytum al-Lata wal-Uzza. Und zweite Angelegenheit ist, das Kennen von jener Angelegenheit, was die Sahaba eben es verlangten, bezüglich diesem Baum. Und die dritte Angelegenheit, dass sie eben diese Sache es nicht taten. Es blieb nur bei der Aussage. Und sie bezweckten damit auch, sagt die vierte Angelegenheit, Sheikh al-Islam, sie bezweckten damit, die Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie dachten und vermuteten, dass diese Sache ja nie Allah ta'ala liebt. Die fünfte Angelegenheit ist, wenn ihnen diese Angelegenheit, dieses Detail, fern blieb und sie waren, sie wussten nicht Bescheid, dann wie ist es dann ja nie für die Generationen, die danach kommen. Und die sechste Angelegenheit, die Sahaba Ridwanullahi alayhim, sie haben guten Taten, was yani, dann Grund sind für ihre Vergebung, was die anderen es nicht haben. Und Allah Ta'ala hat den Sahaba Ridwanullahi alayhim yani, versprochen. Die siebte Angelegenheit ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sie nicht entschuldigte, beziehungsweise rechtfertigte, vielmehr er widerlegte sie. Er widerlegte sie. Er sagt, Allahu Akbar, innaha sunan, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Dies ist eine Härte, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier anwendete.
um sie zu belehren, um sie, yani, diese Sache zu berichtigen. Und nicht zu sagen, yani, wir sind im Kuschelkurs und so. Lass sein, unsere Unterschiede auf Seite. Hauptsache, wir einigen uns in den Angelegenheiten, wo wir einig sind. Und hier machte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, keine Kompromisse. Um zu denken, ja, subhanallah, die sind jetzt frisch im Islam eingetroffen, mag sein, sie gehen weg vom Islam. Nein. Diese Sache sollte man ein bisschen tiefgründiger, yani, studieren und nachdenken über diesen Vorfall hier. Nicht wie einige Menschen, aufgrund ihrer Dunya, sie machen jeden möglichen Kompromiss in ihrer Religion. Nein, Abdullah, nimm eine Lehre hier von unserem edlen Gesandter, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die neunte Angelegenheit ist, dass das Verneinen von dieser Angelegenheit, von dass man einen Baum nimmt, ist von der Bedeutung von La ilaha illallah. Von La ilaha illallah. Jedoch, dies braucht eine benötigt eine Präzisität. Eine genaue Präzisität, um diese zu erkennen. Die zehnte Angelegenheit ist, dass es eben erlaubt ist, zu schwören bei der Gabe der Rechtsgutachtungen. Jedoch, wir haben bereits in den anderen Durus erwähnt, und hier sagt Sheikh al-Islam Muhammad Rahmel auch, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und auch der Mufti, yani, danach, er schwört nicht bei der Aussprache einen Rechtsspruch, außer für Nutzen, bestimmte Nutzen. Elfte Angelegenheit ist, dass der Schirk ist kleiner Schirk und großer Schirk. Denn die Sahaba Ridwanullahi alaihim sind hier nicht abtrünnig geworden. Denn wäre diese Sache ein großer Schirk, dann wären sie ja nie vom Islam abgefallen. Zwölfte Angelegenheit ist die Aussage von Abi Waqid al-Layfi, dass wir ja nicht frisch von der Zeit des Kufr sind, dass diejenigen, die eben nach den Sahaba Ridwanullahi alaihim sind und sie zum Islam konvertieren, dass sie auch, yani, besteht die Möglichkeit, dass sie solchen Sachen an ihnen ferngeblieben sind und dass sie nicht, yani, bereits schon vom Anfang an all diese Sachen kennen. Und auch, dass es legitimiert ist, die 13. Angelegenheit ist, dass es legitimiert ist, Takbir auszusprechen bei Verwunderung. Allahu Akbar zu sagen, wenn man sich, yani, wenn man sich über eine Sache verwundert, die man auch diese Sache, yani, verhasst, wie beispielsweise hier, der Schirk. Die 14. Angelegenheit ist, das Unterbinden der Vorwände. Sheikh Uthaymeen Rahimullah sagt bei dieser Angelegenheit, bei den 14. Angelegenheit, die Vorwände im Islam sind zweierlei Arten von Vorwände. Vorwände zu verlangten Angelegenheiten, Vorwände, die einem dazu führen, zu verlangten Angelegenheiten, die von ihm verlangt sind. Diese Vorwände werden nicht zugemacht, vielmehr werden sie geöffnet und sind verlangt und gesucht. Und Vorwände, die eine führen, zu verpönten und verbotenen Sachen. Diese werden zugemacht. Diese werden zugeschlossen. Diese werden unterbunden. 15. Angelegenheit. Der Verbot, die Ahlul Jahiliyyah zu ähneln. Es ist verboten, die Ahlul Jahiliyyah nachzuahmen. Die 16. Angelegenheit, sagt Sheikh al-Islam rahimullah, dass man auch Zorn zeigt bei der Belehrung. 17. Angelegenheit ist,
dass diese Qaida, dieser Grund, dieser umfassende Grund, und zwar innaha Sunan, dass diese innaha Sunan, ne, das sind Wege von jenen, die vor euch ja nie waren, von den Völkern. Die 18. Angelegenheit ist, dass dies ja nie vom Zeichen des Prophetentums ist. Von den Zeichen des Prophetentums ist. Weil es ist geschehen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ja nie uns berichtet hat. 19. Angelegenheit ist, dass all, was Allah subhanahu wa ta'ala tadelte bei den Juden und Christen im Koran, dies gilt auch für uns. Sheikh Uthaymin rahimahullah sagte hier, dies gilt für uns, yani für einige von uns, nicht für die gesamte Umma, für einige, die in solchen Sachen yani verfallen sind. Die 20. Angelegenheit ist, dass yani die Sahaba Ridwanullahi alayhim, sie kannten es, dass die Ibadat, dass die Ibadat, yani, ihre Grundsatz ist, dass sie aufgebaut sind, dass sie gegründet sind auf yani, Befehle. Auf Befehle. Somit, hier, yani, ist ein Hinweis bezüglich der Angelegenheiten, der Fragen des Grabes, beziehungsweise bezüglich Men Rabbuk, wer ist dein Herr? Dein Herr, dein Angebetener. Und diese Sache ist klar, sagt Sheikhul Islam. Und wer ist dein Prophet? Men Nebiyuk, weil der Gesandte Rasulullah SAW hier berichtete vom Verborgenen in Zukunft. Und Madinuk, yani was ist deine Religion? Das ist hier, was ist deine Religion und diese Details und so weiter und so fort, gehören dazu, yani ij'al lana dhat anwat. Mach uns ein Baum, wie ihres Baum. Sheikh Uthaymin rahimullah sagte bezüglich yani diese 20. Angelegenheit, dass der Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimullah, er besaß eine sehr, sehr präzise Verständnis für die Bedeutungen der Texten. Für die Bedeutung der Texten. Er besaß eine sehr präzise Verständnis für die Bedeutung der Texten. Und dies führt dazu, dass manchmal es einem schwierig fällt, welche Ansicht seine Entnommnissen es bezwecken, die er hier entnimmt in diesen Angelegenheiten. Und dies sagt Sheikh Uthaymin rahimullah. Wie ist es dann für uns? Dann die 20. Angelegenheit, die vorletzte, ist 21. Die 21. Angelegenheit ist, dass yani, der Weg der Ahlul Kitab ist verpönt und tadelswert wie der Weg der Mushrikun. Und die 22. Angelegenheit ist, Wenn jemand yani frisch von der Falschheit gewichen ist und er hat sich an bestimmten Gewohnheiten gewohnt und hat bestimmten Gewohnheiten gelebt, diese Person ist nicht sicher, dass es in seinem Herz nicht Resten, yani hinterbliebene Resten vorhanden sind von den Gewohnheiten, die er
vor seiner Konvertierung hatte. Weil dies war nahnu hudathau ahdin bi kufr. Wir sind frisch zum Islam konvertiert, sagte der Sahabi, Abu Waqid al-Layfi, radiallahu anhu. Das heißt, jemand, der frisch, der gerade von der Falschheit, vom Schirk, vom Kufr, vom Bid'a entwichen ist und er besaß, hatte einige Gewohnheiten, Jahrzehnten mag es sein, sein halbes Leben, 50 Jahre, 30, 40 Jahre. Und dann, Allah erweist ihm diese Gunst der Rechtleitung. Dies jedoch bedeutet nicht, dass keine Resten vorhanden sind in seinem Herzen, sondern vielmehr soll er sich bemühen, um diesen Sachen nach und nach zu entfernen und sein Herz davon zu reinigen. Bidnillahi ta'ala, wir begnügen uns damit und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von jenen macht, die die Wahrheit hören und auf beste Art und Weise sie umsetzen. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.